Asia Studio. Gemeinsam mit Bandai Namco. Präsentieren Little Nightmares 2. Nachdem ich vor ungefähr einem Jahr Little Nightmares, der erste Teil, mich beeindruckt und auch gefühlt hat, starten wir heute am Release, dem 11. Februar 2021, mit dem ersten Projekt, mit dem ersten neuen Projekt im Jahr 2021, Little Nightmares 2, welches mal wieder von Tarsia Studios, den Entwicklern, produziert wird und von Bandai Namco gepublished. Vielleicht wissen es die ein oder anderen noch, das Spiel setzt ein, genau nach dem ersten Teil, es ist ein Sequel, genau nachdem Six dem sogenannten Schlund entkam, das war ja der Ort vom ersten Teil, trifft sie nun in einer neuen Stadt einen neuen Charakter namens Mono. Und das ist auch unser neuer Charakter, den wir steuern werden. Und mal ist es so, wir werden zu zweit, Mono und Six, ein Abenteuer bestreiten, wobei Six jetzt nur noch eine Nebenrolle spielen wird. Sie wird vom Computer gesteuert und wir spielen Mono. Ich bin sehr gespannt. Ich habe mir übrigens auch die Special Edition gekauft, wo eine richtig coole Statue dabei ist. Ich bin gespannt. Die Entwickler versprechen doppelt so viel Spielspaß wie noch im ersten Teil und auch Gruselspaß. Wir legen jetzt los. Wenn ihr noch mehr über das Spiel erfahren wollt, dann bleibt auf jeden Fall dran und guckt auch in die Videobeschreibung. Da sind wir auch schon im Game drin. Ich bin, wie gesagt, sehr, sehr gespannt. Die Entwickler versprechen, ziemlich alles besser zu machen wie im ersten Teil. Ich freue mich und bin gespannt, ob sie das auch umsetzen werden. Wir starten hier bei einem Fernseher, der, glaube ich, noch eine gewisse Bedeutung haben wird in der Zukunft. Ja, ich bin sehr gespannt. Wir starten hier in einem Wald. Ich habe mich auch überhaupt nicht spoilern lassen, weil ich mich so auf dieses Game freue, was das angeht. Deswegen, genau, bin ich sehr, sehr gespannt. Ich habe mir bis auf die Reviews wirklich nichts zu dem Spiel angeguckt, damit wir heute wirklich reinstarten können. Blind und genau. Es soll, wie gesagt, doppelten Spielinhalt ungefähr bieten wie der erste Teil. Bedeutet, ich rechne mit ungefähr 6 bis 8 Spielstunden. Voller Grusel und eventuell auch ein bisschen Spaß, wer weiß. Wir sind hier auf jeden Fall, das ist Mono, der neue Charakter. Ich finde ihn mega cool mit der Papiertüte, die man übrigens später auch nochmal ein bisschen umändern kann. Heißt, es bleibt nicht immer eine Papiertüte. Genau, muss ich hier machen. Ich muss natürlich noch ein bisschen, ah ja, die Steuerung. RT und bewegen, ja, das mache ich ja so. So, was man auch vielleicht noch anmerken sollte ist, dass das Spiel auch extra erklärt hat, man soll bitte mit Controller spielen für das beste Spielerlebnis. Und das werden wir natürlich auch umsetzen. So, dann schauen wir doch mal, was hier abgeht. Oh, der erste Teil hat ja auch sehr, sehr, sehr viele Fragen offen gelassen, deswegen bin ich gespannt, ob hier welche geklärt werden oder noch mehr offen gelassen werden. Und hier sieht man auf jeden Fall schon eine Neuerung an Little Nightmares 2, denn man kann jetzt Sachen aufheben und diese auch benutzen. Man kann sich teilweise auch tatsächlich wehren gegen die Gegner und damit freue ich mich drauf. Das wird bestimmt mega cool. Ich bin sehr gespannt. Ich weiß nicht, ob ich den Schuh hier überhaupt mitnehmen soll, Was hängen da für Menschen?
weiß nicht, ob ich mich an dem Fuß hier festhalten sollte. Ich probiere es einfach mal. Ja? Kann man die vielleicht runterfallen lassen? Ich bezweifle es, aber nee. Ja gut, dann ich denke mal, das Beste ist, wenn wir einfach weitergehen. Vielleicht noch ein bisschen Background. Wir sind hier eben in dieser Stadt nun gleich und müssen dem neuen Gegner, dem Thin Man, entkommen, der eben die Erwachsenen manipuliert und auch ja, die Erwachsenen manipuliert, damit diese irgendwie verrückt werden. Ich denke mal, hier muss ich... Alles klar, zum ersten Mal sterben muss ich hier. Ja gut, aber natürlich erste Falle, da gibt es natürlich gleich einen Checkpoint vor. Ich bin sehr gespannt, wie das laufen wird. Worauf ich auf jeden Fall hoffe, ist, dass die Steuerung präziser ist als im ersten Teil. Ob das so sein wird, werden wir eben gemeinsam rausfinden. Aha. Kann ich das nicht irgendwie noch ein bisschen besser? Wir sind auf jeden Fall überall Fallen, doch was geht hier ab? Warum? Mal schauen, ob uns das beantwortet wird. Ich werde einfach immer weitergehen und hoffentlich alles bekommen, denn es gibt auch Collectibles, wieder mal. In Little Nightmares 1 waren es ja solche Flaschen oder so. Jetzt habe ich schon vergessen. Ah ja, okay, so geht's. Und hier kann man einerseits neue Hüte für Mono freischalten oder finden und andererseits fragmentierte Überreste. Was das genau ist, werden wir noch rausfinden. Denn... Oh nein, 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 nein. Erste... Muss ich stehen bleiben? Ich weiß es nicht. Ich versuche einfach mich zu beeilen. Okay, und schon haben wir den ersten Abschnitt fertig und sind dort auch schon weg. Ich freue mich wirklich wieder auf dieses Gefühl, das ich eigentlich jetzt schon habe, obwohl ja eigentlich noch extrem ruhig hier alles ist. Von diesem, ich werde verfolgt. Das ist irgendwie, ich weiß nicht. Irgendwie, natürlich ist das schlimm und ein bisschen komisch, aber andererseits irgendwie auch, finde ich das, passt halt übel gut zu dem Spiel. Und die Atmosphäre, ich freue mich mega drauf. Denn wie gesagt, der erste Teil hat mich sehr beeindruckt. Ich bin gespannt, ob das hier wieder so sein wird. Ah ja, I see. Mhm. Ah, Moment. Dann... Zack. Wie weit fährt denn das? Ich sollte mich vielleicht erstmal unten umgucken, oder? Ja, komm. Ich schaue mich hier lieber erstmal um. Nicht, dass wir schon unnötig was skippen. Ich versuche so gut wie möglich alles mitzunehmen. Doch blind, natürlich ist das LP blind. Es geht ja heute los, direkt am Release. Deswegen bin ich sehr, sehr gespannt, ob was ich alles finden werde. Und was ich natürlich auch für Geschichten erleben werde. Das wird, denke ich mal, ziemlich cool. Und wie gesagt, ich freue mich mega. Das ist tatsächlich eins der Spiele, wo ich mich tatsächlich auch am meisten drauf gefreut habe dieses Jahr. Oder freue mich immer noch. Denn wir sind ja jetzt hier erst ganz am Anfang. Und ja, dann schauen wir mal. Die Demo habe ich übrigens bewusst nicht gespielt, eben weil ich mich überhaupt nicht spoilern lassen wollte. Oh je, soll ich da runterspringen? Ich probiere es. Ah, so nicht. Alles klar. Aber ist hier gerade so eine Art Tutorial, ne? Kann das sein? Also das gefällt mir eigentlich ganz gut. Ah, ja gut. So stirbt man natürlich nicht. Und ich denke mal, jetzt komme ich hier wieder nach oben. Alles klar. Die Musik schreit schon so ein bisschen nach, ich weiß nicht genau was. Aber mal schauen, was uns hier erwarten wird. Genau, wie gesagt, ich habe mir halt wirklich so gut wie gar nichts zu dem Spiel angeschaut. Oh, und hier ist schon wieder eine neue Falle. Moment, was muss ich da nochmal drücken? Oh, ich kann rufen. Ah, wir haben seine Stimme. Wie gesagt, ich weiß gerade nicht mehr, wie ich werfen soll. Ich habe es gerade irgendwie schon die ganze Zeit gemacht, aber ich weiß nicht mehr wie. Ah, mit A einfach. Alles klar. Ich spiele es, wie gesagt, auch natürlich mit Controller, weil sich es einfach nun ja anbietet, würde ich meinen.
So, und ich bin auch gespannt, wann wir mit Six zusammentreffen werden, weil das ja eben genau das ist, was das Spiel ja so ein bisschen ausgemacht hat. Oh, was sehe ich denn hier? Hier sind, da habe ich schon ein bisschen mehr Angst. Hier sind ein paar Bärenfallen, die sogar auszulösen sind. Kriege ich den Stock? Kann ich den mitnehmen? Tatsächlich, oder? Nice. Und dann haben wir auch schon unsere erste Waffe. Oh, so viel dazu. Ich möchte mal eben gucken, wie weit wir auch in den Hintergrund. So weit tatsächlich. Oh, okay. Ja, da kann man viel missen. Ich gebe es zu. Die Atmosphäre, ich fühle sie schon wieder komplett, Leute. Ich muss es einfach mal sagen. So, dann nehmen wir natürlich wieder alles, was wir hier kriegen können. Und schlagen hier einfach mal hier rein. Ja, hier ist nichts. Alles klar, so viel dazu. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, ich muss in den Hintergrund gucken, weil da irgendwas versteckt sich. Aber bis jetzt sehe ich zumindest nichts, deswegen hoffe ich, das passt so. Ah, perfekt, die kann ich jetzt da reinwerfen. Das kennt man ja aus den Trailern, die Szene tatsächlich. Ich habe sie bloß leider nicht so hinbekommen, wie es im Trailer war, dass hier alles gefühlt explodiert. Ich sehe hier hinten auf jeden Fall noch was. Juckt aber das Game nicht. Jawohl. So. Nehme ich die lieber wieder mit und. Hä? Okay, das ist etwas komisch. Ja, wie gesagt, ich bin super gespannt. Ich kann es nicht anders sagen. Und jetzt ist auch schon der erste Moment, wo man sich denken könnte, okay, ist die Steuerung genauer? Das war eine knappe Sache. Doch, ich habe sie hinbekommen, beziehungsweise Mono hat sie hinbekommen. Deswegen können wir weiter gucken. Das schaut hier schon ziemlich gefährlich aus. Und wir kommen schon zum ersten Ort, zur ersten Hütte. Okay. Let's see. Und zur ersten Errungenschaft in dem Game. Alles klar. Dann schauen wir mal, was uns hier erwarten wird. Ich habe halt noch ein bisschen Angst, weil ich mich halt wirklich nicht so gut auskenne. Noch und halt wirklich keine Ahnung habe von dem Game. Was natürlich cool ist für den Gruselfaktor, aber ich, wie gesagt, ein bisschen Angst habe. Ah, man kann auch wieder den Sprint machen. Alles klar. Ich sehe hier jetzt nichts. Ich habe schon wieder so Angst. Ich fühle schon wieder richtig. Wirklich, ich muss es einfach sagen, ich fühle es schon wieder richtig. Hier jemand? Ich werde wieder Herzinfarkt bekommen, gefühlt. Ja. Oh, den ersten Hut habe ich gefunden. Letzte gesammelte Hüte im Pausemenü auf. Genau, und das würde ich, denke ich mal, machen, gleich mal machen, denn dadurch, dass ich die Special Edition habe, haben wir schon einen Hut von Anfang an. Diesen haben wir gerade. Wir können mal kurz gucken. Ah, da sieht man sein Gesicht schon so ein bisschen. Und dann noch das hier. Ah, ich finde das mega cute von der Special Edition. Heißt, uns fehlt noch ein Hut in dem Gebiet jetzt. Also Hüte möchte ich schon gerne alle haben. Ob wir das hinbekommen, ich weiß es nicht. Man hört auf jeden Fall schon wieder ein bisschen das Theme. Die Musik ist ja recht ähnlich zu der ersten. Ah, ich komme hier wirklich durch. Deswegen bin ich sehr gespannt. Ab in den Keller, wo irgendwelche Sachen sind. Ich habe so Angst schon wieder, Leute. Ihr glaubt es mir nicht. Die nehme ich mal mit. Eis mitnehmen? Wow, das war ein bisschen doof, aber naja. Den hier? Kann man den eventuell da hochwerfen? Das wäre voll cool. Ich glaube nicht. Da ist sie, glaube ich. Das ist, glaube ich, Six. Die ihr Theme spielt. Ja, das macht ultra Sinn. Okay, das heißt, ich muss. Kann ich das noch rausziehen? Nee. Ich muss was anderes finden. Sie wurde geschnappt von wo auch immer. Hätte ich nicht erwartet von Six, aber wir werden sie jetzt retten. Da bin ich mir sicher. Zuerst möchte ich mich hier umgucken. Aber, soweit ich das sehe, ist hier erstmal nichts. Kann man auch hier runter? Die Steuerung ist anders, deswegen ist das erstmal Gewohnheitssache als im ersten Teil. Jawohl, dann
Helfen wir doch mal. Befreien wir sie. Ich hoffe, sie hat keine Angst. Und meine Frage auch, hat sie noch diese Mächte, die sie aus dem ersten Teil mitgenommen hat? Ich weiß es nicht. Nein, 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 alles gut. Wir sind nett. Wir sind nett. Alles ist okay. Weil es spielt ja nach dem ersten Teil. Nein, Six, warte. Wenn du es du wirklich bist. Weil ich bin mir eigentlich recht sicher. Muss ich ehrlich nochmal sagen. Ja. Weil hier ist auch das Auge und das ist ihr Theme, deswegen. Wie gesagt, bin ich mir da recht sicher. Frag mich gerade noch, was ist das hier? Also ich, wie gesagt, ich versuche so gut wie alles mitzunehmen. Sie war hier auf jeden Fall auch mehrere Tage eingesperrt. Wir zählen mal kurz 15, 30, einen Monat ungefähr, mindestens. Und was fliegt hier auch in der Luft rum? Also wie gesagt, es sieht alles ziemlich episch aus. Wir folgen ihr jetzt. Denn, ja, sie braucht keine Angst vor uns haben. Apple war vorher auch schon kaputt. Ich meine, vor uns brauchst du wirklich keine Angst haben. Komm. Warte, ich denke mal hier links der Tisch, ne? Der ist schon wieder was gewesen. hier ist nochmal kurz. Moment, okay, hier ist nichts. Hier ist der Haupteingang. Von wem auch immer hier lebt. Oh Gott. Ihr seid tot, ne? Ihr seid nicht lebendig. Nein, nein, ihr seid nicht lebendig. Aber krass, dass hier einfach so eine Familie nachgemacht ist. Sag jetzt nicht, Dankeschön. Okay, und dann sieht man schon, was man hier machen muss. Man muss Teamwork machen, glaube ich. Ah, ist das cool. Sie hilft mir, sie vertraut mir. Ja, dann. Muss ich machen. So? Ja. Jetzt schaffen wir das doch. Wenn sie sich jetzt dranhängt. Ah ja, perfekt. Sehr, sehr gut gemacht, ihr beiden. Hat das wirklich keiner gehört? Ich hoffe doch mal. Wir gehen hier hoch und schauen und finden es raus. Das Ganze aus, als hätten wir heute schon den ersten Gegnerkontakt. Aber mal gucken. Kann sie mir da helfen? Oh, ist das cool. Teamwork ist einfach schön. Und ich freue mich, wie gesagt, mega. Da ist auch der Schlüssel, den wir brauchen. Okay. Ah, aber dafür ist ein Hebel nötig. Mir hier hochhelfen? Dankeschön. Ah, okay, ich komme ja auch wieder hoch. Alles klar. Ja, ich habe irgendwie noch das Ducken auf B ist, weil ich glaube, dass das im ersten Teil so war. Lebt er? Werd mich gleich so erschrecken, Leute. Ich glaube aber, dass hier sonst nichts ist. Die Sache ist, dass ich glaube, dass hier irgendwo noch ein Hut sein muss. Was ist denn das da vorne auch? Egal, ich probiere es. Wir nehmen den Hebel. Oh Gott, der verliert erstmal den Arm. Mono, alles gut. Alles gut bei dir, ne? Ja, wie gesagt, das mit der Steuerung, das ist noch gewöhnungsbedürftig, aber ich glaube, ich finde es sogar besser so. So. Komm mal rüber jetzt. Ich hab's gefunden, Six. Wenn das du bist, aber ich gehe davon aus. Ah, okay. Hat das. Und nun springen wir und kriegen den Schlüssel nicht. Doch, kriegen wir. Ah, nice. Ein Schlüssel. Doch, wo? Damit. Ich hoffe, by the way, das passt so mit dem Sound alles heute. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Und euren ersten Eindruck zu dem Spiel. Oh, wir können Händchen halten. Oh, ist das cool. Komm mal hierher. Müssen wir nicht so runter? Ich dachte, wir müssen so runter. Doch, safe.
Oder kommen wir hier an der Seite durch? Nö. Ist das cool gemacht. Ach, ich kann einfach die Schublade rausziehen, richtig? Ja, natürlich. Da ist der erste Gnome. Dem will ich jetzt eigentlich schon helfen. Ich weiß nicht, ob man die noch drücken kann, aber wir probieren's. Ah, man kann sogar echt weit mit der Kamera gehen. Ja, komm. Ja, was muss ich da drücken? Ich raff's noch nicht. Schon, okay, Schultertaste, alles klar. Gut, dann renne ich dem nochmal hinterher, dem Gnom. Ah, dankeschön. Der mir was zeigt? Wohin jetzt? Ah, ich komme hier hoch. Er zeigt mir den Dachboden. Ja. Moment. So, ich hab's verstanden. Und zwar muss ich einfach nur dagegen drücken und dann geht der Koffer auf. Aber wirklich drinnen ist da ja nichts, soweit ich das sehe, oder? Ich hab noch eine Idee, tatsächlich. Ganz. Ja, wie gesagt, ich glaube, dass hier wirklich nichts ist. Weiter. Und deswegen gehen wir jetzt einfach mal weiter. Und schauen, wo uns das hinbringt. Wenn wir den Schlüssel einsetzen. Ich habe irgendwie immer noch ein schlechtes Gefühl. Ups, sorry. Wo genau das hinführen wird. Und ja, ich trotzdem müssen wir es tun. Deswegen gehen wir jetzt einmal weiter. Ich hoffe, ups, dass, by the way, Six den Schlüssel hat. Sonst, ja, haben wir ein Problem. Doch wir können jetzt auf jeden Fall weitergehen. Ich bin sehr gespannt, wenn wir hier runtergehen, was passieren wird. Wir werden es jetzt rausfinden. So, die Sache ist, man braucht den Schlüssel, aber ich weiß nicht. Wir gucken jetzt eben, ob sie den Schlüssel hat oder eben nicht. Ah, Mono hat ihn. Hey, dann weiter. Da sind auf jeden Fall Fußstapfen. Das ist kein gutes Zeichen, glaube ich. Naja, können wir hier vielleicht mal rein? Komm. Ah. Also irgendwas kann man hier machen, auf jeden Fall. Cool. Und zwar. Jawohl, wir haben endlich mal sowas gefunden. Und zwar nennt man sowas einen fragmentierten Überrest. Meine Vermutung ist, dass man dort Kinder sieht und wie sie gestorben sind, leider. Und ja, heißt, er ist auf der Toilette von uns gegangen. Wenn ich das richtig so verstanden habe. Was mich jetzt aber trotzdem noch interessieren würde, ist die Klopapierrolle vielleicht ein Kopf? Nee. Ja gut, dann komm mit. Wir müssen hier unbedingt weg. Aber ich sehe hier Fußstapfen. Das ist, naja, nicht so ein gutes Zeichen. Ah, ich sehe schon, was wir machen müssen. Help me. Thanks. Ich schaue mich auch immer nach Hüten um, weil, wie gesagt, ich versuche sie so gut es geht zu bekommen. Aber wenn ich halt mal was verpasse, dann tut es mir auch leid. Jawohl, der Jump ist auf jeden Fall geglückt. Ich höre den ersten Gegner. Oh. Und es ist der Jäger. Oh oh. Was tut er da wieder? Der erinnert mich voll an den Koch. Komm schnell. Weg, 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 hier, weg, hier. Nein, er hat uns bemerkt, er hat uns bemerkt, er hat uns bemerkt. Ja, er hat uns bemerkt. Oh oh. Oh oh. Ich wurde erwischt. Der Herr, ich war doch gar nicht auf der Kiste. Naja, weiter geht's. Es geht also straight los. Nun gut. Ah, okay, man muss sich hinter den Sachen schon verstecken. Ja gut, dann
Soll ich das vielleicht auch mal nutzen? Ich renne jetzt einfach mal Six hinterher. Ich glaube, das ist eine gute Taktik an sich. Man muss, glaube ich, stehen bleiben. Ich glaube, sie ist schon gar nicht schlecht. Deswegen kann auch nicht jetzt schon strugglen, aber oh mein Gott, der Jäger. Komm, schieß. Jawohl. Also wie gesagt, an Six halten ist, glaube ich, keine schlechte Idee. Wie erwischt er mich da? Also das macht irgendwie nicht so den Sinn. Den großen. Aber hey, dann, wie gesagt, ich mache es jetzt nochmal so, dass er mich gar nicht mit seiner Schrot einfach, WTF, so treffen kann, gescheit. Heißt jetzt schön weiter, weiter, weiter. Renn doch. Schnell. Ekimono. Oh, das war schon knapp. Oh, ich dachte schon, das erwischt mich. Am besten jetzt hier runter. Schön. Genau so. Da ist er also. Unser erster Typ. Der Jäger. Oh Gott. Die Sache ist, wie sollen wir ihm jetzt entkommen? Ich glaube, wenn er... Ich weiß nicht, ob wir warten sollten oder eben... Ich richte mich wieder nach Six. Ich glaube, sie weiß ganz gut, was sie tut. Jetzt geht's direkt los. Alles klar. Ah, jetzt kommt tiefes Gras. I know. Schön sneaken. Sneaken. Weg da. Six. Oh mein Gott. Okay, er sieht uns irgendwie nicht. Oh, ist das cool gemacht jetzt schon. Ich fühle den. Ich fühle diesen Struggle jetzt schon. Ich weiß nicht, inwiefern er uns sehen kann, ist die Sache. Aber bis jetzt soll es passen. Oh, da ist das Loch. Das Problem. Okay, ich muss, glaube ich, warten, bis er weg ist. Genau, jetzt durch, 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 durch. Ja, ich bin rein da. Ich bin drin. Six. Sehr gut. Schnell weg hier. Das war's also schon. Die erste Flucht. Komm schnell. Wir müssen hier. Wir müssen es ausnutzen, unsere Größe Six. Doch ich glaube, das war's noch nicht, oder? Wir werden es rausfinden. Brauche ich gar nicht. Ach, das ist jetzt wieder der Weg zurück, von dem wir gekommen sind, glaube ich. Hey. Bin mir noch nicht ganz sicher, ob das jetzt schon war mit dem Jäger oder nicht. Sorry, Six, dass ich gerade so ein bisschen an mich denke. Ja, ist schon ganz schön tief, ne? Ist, by the way, doch nicht dieselbe Stelle, weil man hier nicht runterfliegen kann. Wie wäre es, wenn du rüberspringst und ich springe da? Muss ich jetzt vorspringen? Ah, ich glaube, ich weiß, was zu tun ist, oder? Ja. Wir ziehen die Brücke wieder auf, nur weil ein Pfosten kaputt gegangen ist. Dann kann sie schön rüberspringen. Ich könnte sie jetzt töten, fällt mir auf, aber das machen wir natürlich nicht. Six? Help me. Was stand da gerade? Ja, okay. Ich hoffe, sie hält mich. Ja, gut, so viel dazu. Ein bisschen mehr. Könnte schon reichen. Ein bisschen mehr Dings. So, wir machen es aber nochmal genauso. Ein bisschen mehr Anlauf wäre ein bisschen besser, glaube ich. Wie viel nimmt sie denn? Okay, sie nimmt vom Pfosten. Dann muss ich auf jeden Fall hinterm Pfosten bleiben. Also was ich mir dabei gedacht habe, ich weiß es nicht. Oh, warum fliegst du denn hin? Ihr tut mir auf jeden Fall jetzt schon extrem leid, ihr beiden. Achso, ich muss sie rufen. Mit Y rufen. Ja, das habe ich ja sogar schon vorher kapiert gehabt. Aber jetzt halt nicht. So viele Fails im ersten Part, John. Oh je, oh je. Ich sehe Schwarzes auf unserer Reise. Aber es ist ja auch ein Albtraum. Deswegen mal schauen. So, sie ist drüben. Aber jetzt bist du hoffentlich nicht wieder nochmal egoistisch und lässt mich hier einfach sterben. Ja, ich hab's. Ja. Alles klar. Danke für gar nichts. Ich war ja nicht irgendwie dran an ihr. Ach, ich musste, glaube ich, dieses, ich halte mich jetzt, by the way, festdrücken. Tut mir leid. Ich weiß nicht, warum ich hier so struggle. Aber wir versuchen noch zu entkommen.
Auf jeden Fall. Ich dachte, einmal fliegt da nichts hin. Jetzt. Okay, und let's go. Ja, dankeschön, Six. Das wäre schön, wenn wir es direkt hinbekommen hätten, aber hey, Hauptsache, irgendwann haben wir das auch hinbekommen. So, was ich hier jetzt direkt sehe, ist, dass wir auf jeden Fall hier hoch können. Keine Ahnung, ob das das Richtige ist. Keine Ahnung, ob Six seit unserem ersten Abenteuer Klettern verlernt hat. Irgendwie scheint es manchmal so. Und was ist denn da drin? Oh, das war nicht gut. Aber was ist denn da drin? Gott, das ist ein Käfig. Da sollte ich vielleicht nicht reingehen. Was ist da gefangen? Ah, ich glaube, das ist der zweite Hut. Kann es sein? Ja, ich glaube schon. Wie mache ich das denn? Ich muss das irgendwie runterbekommen. Ja, ich kann sie jetzt auch gar nicht rufen. Ah, so, oder? Geh kaputt, du Seil. Ja. Und damit haben wir einen weiteren Hut. Oh je, da ist jemand gestorben. Das ist nicht so schön. Aber wir haben einen weiteren Hut, wie gesagt. Den werden wir uns wahrscheinlich aber erst im nächsten Part von Little Nightmares anschauen. Ich möchte jetzt gerne mal noch gucken. Okay. Moment, wir gehen nochmal zurück. Ich würde sagen, das war ein cooler erster Part von Little Nightmares, dem zweiten Teil. Im nächsten Part entkommen wir hoffentlich dem Jäger mit seiner Shotgun. Ich hoffe es doch. Lasst gerne eine Bewertung und ein Abo da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.